Es ist Herbst, das Wetter wird wieder deutlich ungemütlicher und treibt uns nach Hause auf unsere Sofas, wo wir auf Netflix und Co. Serien und Filme binge-watchen, was das Zeug hält. Und die meisten von euch haben auch einen wirklich guten Fernseher zu Hause, um wirklich mega gute Filmerlebnisse zu bekommen. Aber euch fehlt trotzdem die andere Hälfte der Gleichung und das ist ein Soundsystem. Die TV-Geräte werden immer dünner und so wird natürlich auch der Sound immer dünner. Das heißt, was braucht ihr? Ihr braucht ein richtig gutes Soundsystem, damit ihr kinoreife Filmerlebnisse zu Hause genießen könnt. Heute sind Dan und Luisa aus Hamburg bei uns, um sich so ein Heimkinosystem auszusuchen, was in ihr Budget, zu ihren Vorstellungen und natürlich auch in ihre Einrichtung passt. Lasst uns jetzt Dan und Luisa einfach kennenlernen. Hallo, ich bin Luisa Leon, ich komme aus Hamburg und bin seit mittlerweile 10 Jahren im Influencer-Bereich tätig. Und dadurch, dass wir super viele Serien und Filme zu Hause schauen und natürlich auch auf Englisch, ist es für mich tatsächlich manchmal richtig schwierig, alle genauen Details zu hören. Und wir sitzen manchmal echt so vor dem Fernseher und versuchen es lauter zu machen und das gibt unser Audiosystem einfach gerade nicht her. Hey, my name is Daniel Baldock. I come from Australia, Sydney, Australia to be precise. And I'm the CEO of Preach Media, which is a business that specializes in music management and also marketing. Zuerst schnappen wir uns Dan und Luisa und gehen in den Heimkinoraum im HiFi-Klubben-Store in Hamburg-Eppendorf. Hier erklärt Soundexperte Jasper den beiden alles rund ums Thema Heimkino. Es wird nicht lange gefackelt und Jasper nimmt das Hamburger Paar mit auf eine Reise durch Filme mit Oscar-prämierten Tonspuren, Live-Konzert-DVDs und natürlich Dan und Luisas Lieblingsmusik. Magischer Moment? Dan und Luisa hören zum ersten Mal Soundeffekte von oben dank Dolby Atmos. Von einem neuen Soundsystem erwarte ich vor allem, dass man sich wirklich fühlt, als ob man im Kino sitzt. Also so ein bisschen wirklich dieses Gefühl, zu Hause cozy auf der Couch, aber ein richtig geiles Soundsystem zu haben und dass man wirklich so im Film drin ist und alles miterlebt und richtig mitfiebert. Es wird herzlich gelacht, als wir die Gesichter sehen, wenn We Will Rock You von Queen aus dem Film Bohemian Rhapsody erklingt. Es folgt ein kurzes Geplänkel zwischen Dan und Luisa dazu, wie groß die Lautsprecher sein dürfen. Doch über den Rest der Komponenten ist man sich dank Jaspers Beratung schnell einig. So, okay. Dann haben wir alles zusammen. Und dann... Oh mein Gott, okay. Bietet ihr auch irgendwie so einen Lieferservice oder irgendwas an? Wir installieren auch überall zu Hause. Dann machen wir einfach einen Termin aus und dann kommen wir zu euch. Und dann installieren wir das alles. I think it's better, right? Ja, das wäre, glaube ich, gut. Gesagt, getan. Am vereinbarten Installationstermin bringen wir nicht nur das Heimkinosystem von Luisa und Dan mit, sondern auch eine Menge Motivation, dem dünnen Fernsehsound der beiden endgültig den Laufpass zu geben und durch satten, klaren Heimkinosound zu ersetzen. So, wir sind jetzt hier bei Dan und Luisa zu Hause und haben die ganzen Produkte mitgebracht, die sie sich bei uns im Store ausgesucht haben. Und jetzt fangen wir gleich an, alles auszupacken und dann zu installieren. Habt ihr Bock? Natürlich, ich freue mich richtig. Zunächst gilt es, die Komponenten auszupacken. Also Standlautsprecher für den Sound von vorne, die flachen Wandlautsprecher für Surround-Soundeffekte, den Center für klare Wiedergabe der Dialoge und Stimmen und natürlich den Subwoofer für ordentlich Druck im Bassbereich. Schnell noch das edle Finish der Lautsprecher bestaunt und los geht's mit der Installation. Also was mir persönlich tatsächlich mit am wichtigsten ist, neben dem Sound und der Qualität, ist natürlich auch das Aussehen. Gerade weil ich auch viel zu Hause Content mache, viel filme, ist natürlich immer wichtig, dass es irgendwie auch schön in die Umgebung reinpasst. Und das Baby hier ist ein Home Cinema Receiver. Sozusagen das Herzstück eines jeden Home Cinemas. Der wird gleich verbaut, aber erst stellen wir das Möbel auf. Damit der Anblick der ganzen Technik nicht die Einrichtung verdirbt oder von dem Film, der auf dem Fernseher läuft, ablenkt, verstecken wir den Center-Lautsprecher, den Receiver und sogar den Subwoofer in einem skandinavischen HiFi-Möbel. Hügelig. So, jetzt ist der Subwoofer schon im Möbel drin. Als nächstes kommt der Home Cinema Receiver. Das Ding sieht mega kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Das heißt, den stellen wir jetzt auch erstmal rein ins Möbel und schließen das ganze Ding dann an. Was ich richtig gut fand beim Setup war, dass die HiFi-Klubben-Jungs vorbeigekommen sind und alles aufgebaut haben, weil weder ich noch Dan haben da irgendwie Ahnung von. Und gerade was so Elektrik und Technik beim Fernseher angeht mit den ganzen Kabeln, fand ich es richtig, richtig gut, dass sie auch alles erklärt haben. Und vor allem, was ich toll fand, ist, dass die Kabel weiß sind. Weil es sind ja doch ein paar Kabel hier im Hintergrund und ich glaube, wir Frauen achten ja auch immer so ein bisschen auf die Ästhetik und das hat mir richtig gut gefallen.
it really wasn't difficult to set up the system at all. I think the biggest thing for me was not just having the guys come and set it up, but also being able to know how to do it. So even though they were here and they sort of led the charge on everything, and they did a super cool job of that, but it was good to sort of be here and actually be a part of the setup, so we know how to fix some issues if anything pops up. Nun kommt endlich der Moment, an dem Luisa und Dan ihr eigenes Heimkino zum ersten Mal hören. Wie man unschwer sehen kann, sind die beiden mehr als beeindruckt. Szenen aus dem einen oder anderen Actionfilm bringen die beiden fast aus der Fassung. Zur Beruhigung viben wir noch eine gute Stunde zu Musik, direkt auf die Anlage gestreamt von Dans Smartphone. So the area that I've experienced the biggest difference is actually everything. Just having good audio is legitimately a transformative experience when it comes to watching things or listening to things. Ich hatte erst ein bisschen Angst mit den Boxen, ob es eventuell ein Kompromiss sein könnte bei uns hier im Wohnzimmer. Aber ich muss sagen, ich bin richtig positiv überrascht. Wir hatten vorher alles so in schwarz, matt, und ich muss sagen, das Weiß sieht einfach so viel geiler aus, auch mit den Boxen, mit der Holzoptik drumherum. Es passt so gut hier ins Wohnzimmer auch, weil wir alles so in beige und Brauntönen haben. Sieht richtig geil aus. Check it out. So, wir haben es geschafft. Wir haben das schöne neue Home Cinema System für Dan und Luisa eingebaut, getestet und ordentlich abgefeiert. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt gesehen, dass es nicht so viel Arbeit ist und dass es super viel Spaß macht, sich so ein Home Cinema auszusuchen und vor allen Dingen es auch zu benutzen. Und deswegen kommt auf jeden Fall zu uns in den Laden und checkt das Ganze aus, genauso wie Dan und Luisa das gemacht haben. Bis dann.